Willkommen zurück beim Let's Play. Diesmal mit epischer Hintergrundmusik, denn ich habe einen Kommentar erhalten, dass ich doch ab jetzt unter jedes Video Musik legen soll, also versuchen wir das mal. Diesmal spielen wir den Ranger, haben wir ja festgelegt, nachdem unser Rogue, möge er in Frieden ruhen, von einem Elfenkönig zerlegt wurde in seine Einzelteile. Das fand ich schön. Ach. Nun ja. Dann lasst uns anfangen. Let's Play Nummer 8. Groß R, der Ranger. Mensch, Elf, Gnom, Ork. Ich glaube, Elfen haben wir auch noch nie gespielt, oder? Dann nehmen wir doch mal einen Elfen. So. Das bedeutet natürlich, wir sind Chaotic. Chaotic. Klick, klack, klack. Alles klar, ne? Gut, wir starten. Messer, Bogen, eine Menge Pfeile, noch mehr eine Menge Pfeile. Okay. Ja, nicht schlecht. Also man merkt vielleicht, unser Gameplay ist hier sehr auf Fernkampf ausgelegt. Skills. Aha, wir können also reiten. Mhm. Okay, also eine Menge Waffenskills sehe ich. Hauptsächlich Fernkampf. Pickaxe, okay. Okay, ich sehe jetzt weder Breitschwert noch Säbel. Das heißt, diese beiden Artefaktwaffen werden etwas schwerer zu führen sein, wenn ich sie denn kriegen sollte, weil das sind halt so die, die man... Aber Dagger, das ist vielleicht nicht schlecht, weil wenn ich meine Hände auf Magic Bane legen kann... Oh, das ist eine wunderbare Waffe. Naja. Auf gut Glück. Los geht's. Na, Idefix, alles klar bei dir. Mal sehen, wie lange du diesmal überlebst. Obwohl unsere Katze ja in der letzten Partie sehr lange überlebt hat, bis sie dann zu einem Zombie geworden ist. Ach, war das scheiße. Naja. Die Musik übrigens, sollte ich vielleicht dazu sagen, ist natürlich lizenzfrei. Beziehungsweise nicht lizenzfrei, aber so lizenziert, dass sie kostenlos verwendet werden kann. Ich habe fast alle diese Tracks, die so im Hintergrund jetzt laufen, vom Mod-Archiv. Das verlinke ich dann noch in der Beschreibung. Also jetzt unten gucken, dann werdet ihr den Link zum Mod-Archiv sehen oder weiter das Video beglotzen und zugucken, wie ich hier durch die Gänge schleiche und läppische Monster abwehre. Oh, eine Lichen, wie gefährlich. Ich bin jetzt schon Level 2. Naja. Sehr schöner Track. Abandon heißt der. Schreibt es mir mal in die Kommentare, soll ich vielleicht auch die einzelnen Namen der Tracks, die hier so im Hintergrund laufen, mit in die Beschreibung packen oder wollt ihr das, oder reicht der Link aufs Mod-Archiv? Pam, Schakale! Erstmal einen Pfeil schießen. Peng! Muss ich auch trainieren. Sehr schön auch, dass die Pfeile plus 2 sind. Oh! Okay, ich habe anscheinend Auto-Searching von Anfang an. Das ist gut. Da ist gerade einfach die Tür aufgetaucht. Die ist zu, dann treten wir sie eben ein. Peng. Ist ja nicht so, als ob wir hier was sonderlich Gefährliches aufscheuchen könnten. So, und wie ihr vielleicht merkt, auf diesem Dungeon ist absolut nichts. Kein Brunnen, kein Waschbecken, kein Shop, keine sonstigen speziellen Räume. Nein, gar nichts. Ist auch nicht gerade häufig, dass sowas passiert. Okay. Na, die Tür will nicht, das ist mir aber egal. So, was haben wir hier für einen Abstieg? Naja, weiter in die Dungeons. Vielleicht gibt es hier irgendwo... Ja, nehme ich halt den Edelstein mit, wenn du ihn schön hinterher trägst, mein Gott. Oh, ein Fuchs. Feuerfrei. Daneben? Daneben? Ach man. Also das muss aber besser werden. Herr Elfenranger. Walker, Dungeon Ranger, macht sich bereit mit seinen treuen Gehilfen. Wie hieß der Hund von dem nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Idefix. Ja, so heißen Helden. Eine Rüstung, ein Schlüssel, den nehmen wir mit, da ist mir egal, ob verflucht ist. Okay, die Schriftrolle ist es anscheinend nicht. Wie sieht es mit der Rüstung aus? Auch nicht. Sollen wir mal? Sollen wir mal?
Schick. 6 Rüstungspunkte. Sehr schick. Okay, das ist gut. Ein Messerli. Naja. Ich trage ja bereits ein Elfenmesser und die sind, glaube ich, auch tatsächlich die besten, die man kriegen kann. Also vom Schaden her. Was natürlich nicht so cool ist, ist, dass die aus Holz sind und deswegen verrotten können, wenn ein Pudding reinbeißt. Ein brauner. Dafür sind sie gegen die Schwarzen ganz gut, weil da ist mir völlig egal, wie oft die beißen. Verrosten geht ja nicht. Ah. Was war das? Hier ist ein Wort, okay. Und da ist ein Hörang. Sollen wir es mal riskieren? Sollen wir den mal schlucken? Ich bin ja irgendwie immer so ein bisschen skeptisch. Das könnte ja auch eine Paralyse-Potion sein oder sowas. Oh, ein Rüstungsshop. Ah, schick. Okay, wir riskieren es einfach mal, ne? Ah ja, Fruchtsaft. Oder... Man weiß es nicht, denn beide Potions haben genau den gleichen Wert, haben genau die gleichen Nachrichten, wenn man sie trinkt, und sind auch sonst relativ identisch, außer von der Farbe. Ah, Binary Dream, das ist gerade ein Track hier von Aceman. Und der hat's ja wohl mal richtig drauf. Rüstung, Pfeile, Wurfsterne, nicht schlecht. Rüstung, 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 Dreizack, Rüstung, Elfenmantel, Rüstung, 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 Idefix, ein Helm, ein Mithril-Mantel. Jetzt bin ich am Überlegen, behalte ich meine aktuelle Rüstung oder kaufe ich mir doch lieber dieses Mithril-Teil hier, weil das ist nicht so schwer und hat trotzdem einen ganz guten Rüstungswert. Okay, weder der Helm noch das Mithril-Panzerli scheinen verflucht zu sein, denn mein Hund geht ohne viel Fehlerlesen drüber. Jetzt habe ich aber auch so ein... Es gibt einen Helm, den will ich nicht haben. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht, bevor ich den Quest gemacht habe. Es könnte jetzt natürlich gut sein, dass der das ist. Ach, ich riskiere es einfach. Okay, er ist es nicht. Alles klar. Gut. Dann wird der auf jeden Fall mal gekauft. So. Ja, der ist tatsächlich ganz normal und ungefährlich. Der Helm, den ich meinte, der hat nämlich so eine ganz nette Eigenschaft. Wenn man ihn anzieht, verflucht er sich automatisch, sodass man ihn nicht mehr ausziehen kann. Und er dreht das Alignment um. Also wenn du chaotic bist, wirst du plötzlich lawful. Wenn du lawful bist, wirst du plötzlich chaotic. Wenn du neutral bist, wirst du entweder lawful oder chaotic. Und das ist nicht cool, weil wenn du da keine Möglichkeit mehr hast, das rückgängig zu machen und diesen Helm wieder abzulegen, dann hast du echt ein Problem, weil dann ist das Spiel nicht mehr gewinnbar, bevor du den Quest gemacht hast. Ja. Aber naja, es bieten sich ja genug Gelegenheiten, noch einen Scroll of Remove Curse zu finden oder sowas, dann ist das ja kein Problem. Das ist nur die Frage. 320. Ja, gar nicht mal so teuer, ne? Alter Schwede. Okay. Wir sind jetzt auf 3, damit wären wir wieder auf 9. Mit dem Mithril-Panzer dagegen wären wir auch auf 3. Okay, dann kommt die Bandit Mail weg. Jawohl, ich sage, sie kommt weg. 45, alter Knauserhals, meine Fresse, ich glaub's ja nicht. Na gut, ich habe ein Charisma von 8. Ich bin ein absolut unsympathischer Kotzbrocken und deswegen werde ich mir natürlich sehr viel dafür berechnen. Naja, gut, hätten wir also mal unsere Mithril-Rüstung. Das ist ja sehr geil, dass wir die so früh im Spiel finden. Und Feuer! Baff! Wie? Der hat es überlebt oder was? Mistsau. Und es ist auch noch der Pfeil weg. Ich sollte die Pfeile möglichst schnell segnen lassen. Fällt mir gerade nur so auf. Naja, toller Track. Der Aceman, wie gesagt, der hat's halt einfach raus. Zauberbuch. Okay, ist auch nicht verflucht, alles klar. Aber ob ich es lesen sollte? Was sind meine Spell Skills so? Healing, Divination und Escape. Divination ist ganz schlecht. Nein, eben nicht. Nicht schlecht, denn da ist Identify dabei. Der ist zwar ein sehr hochstufiger Zauber, aber er ist unfassbar nützlich. Da braucht man nämlich keine Identify Scrolls mehr, da kann man es einfach so machen. Bin ja mal gespannt, wie gut das bei mir hinhaut. Aber war ja. Wo hast du denn das Zauberbuch hingelegt, mein kleines Köterli? Ah, da. Nehmen wir einfach mal mit. Gut, so viel also dazu. Die Vault ist wahrscheinlich so da oben rechts, da wo halt noch Platz ist. Der Shrieker Shrieks.
Klasse. Wären das gefährliche Monster auf dem Level, dann hätte ich wirklich ein Problem. Autsch. Nicht beißen. Wenn du beißt, dann hau ich. Denn mit diesem Shrieker-Geschrieke können die Shrieker alle Monster aufschrieken. Und dann kommen sie an und hauen mich. Ah ja, die Tür war zu. Bam, bam, krach, wumm, zack, tscheng. Auf. Ich brauche gar keine Shrieker. Ich lock die Monster auch so an, indem ich Türen eintrete. Das macht auch genug Lärm. So. Ja, und? Willst du noch raufgehen? Achso, perfekt. Damit wäre das ja auch erforscht. Und wieder. Ja doch. Doch, ist was Ungewöhnliches hier. Nämlich der Shop und die Vault. Ach, wie sie einfach nicht kaputt gehen wollen. Der aktuelle Track heißt Essence of Life. Ich habe keine Ahnung, von wem er ist. You feel awake. Richtig, das ist ja einer der großen Vorteile, wenn man einen Elfen spielt. Man kriegt auf Level 4 sofort Schlafresistenz. Und das ist cool. Sehr nützlich. Denn es gibt genug Gaspor. Hundilein, geh mal bitte weg. Die mache ich aus der Entfernung alle und ich höre auf, daneben zu stehen. Daneben. Getroffen. Ha. Toll. Ganz toll. Feuer. So, jetzt aber. Pam, da ist sie in die Luft geflogen. Ich will ja nicht meinen Hund damit töten, wie es ja schon oft der Fall war. Diese blöden Gaspors. Da rennt man immer unvorbereitet rein und dann macht's Peng. Ah, und da war wieder eine Tür. Ist ja cool, dass der Ranger die einfach so finden kann. Also ich habe wirklich keine Ahnung von diesem Ranger. Ich habe auch nicht irgendwie mich darüber informiert, was der so kann, was er nicht kann. Ich werde ins kalte Wasser geworfen, wie beim Caveman. Habe ich auch noch nie vorher gespielt oder sowas. Jetzt bin ich wieder hungrig. Soll ich noch Morculus schnell fressen? Nee, der ist giftig. Kann ich nicht machen. Bäh. Und mein Lembas-Brot war verfault. Ah, was geben die mir bloß alles für einen Mist mit? Ich dachte, die wollen mich auf eine große Mission schicken. Wieso geben die mir dann nur so ein schlonziges Gelöt mit? Oh, Schakale. Und im Hintergrund rauscht das Meer. Wahrscheinlich ist dieser Dungeon auch tatsächlich unter dem Meer. Man weiß es nicht. Ich habe jegliche Orientierung verloren. Ich weiß nur, dass ich irgendwann durch so ein komisches Loch in einem Berg hineingestiegen bin. Wohin sollte mich meine Zukunft noch führen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass da was auf dem Boden stand. Nämlich Ad Aerarium. Und das heißt, hier geht es in eine Vault. Aber hier kann ich noch nicht rein, denn ich habe keine Spitzhacke, um mich wieder rauszugraben. Und auch keine Wand auf der Gegend. Tragisch. Ein Altar. Und zwar nicht meiner. Ach, damn luck. Na gut. Venus, dann ist mein Gott wohl Mars. Da war ja mal was. Ich habe ja mal einen Priester gespielt und da war einen neutralen Priester, da war meine Göttin eben Venus und der Chaotic Gott war Mars. Das heißt, das ist jetzt wohl genauso. Ja, ich weiß, hier ist eine Vault. Kann ich nichts mit anfangen. Reib's mir halt auch noch rein. Ah ja, Feuer frei. Daneben. Ach, daneben. Tod. Und wieder her. Und die Ratte. Und zack. Und wieder Feuer. Und getroffen und tot. Ich finde das gut. Ich finde das gut. So. Ich werde gerade im Chat von Glowing Orb angeschrieben. Ich finde es, by the way, nicht okay, dass du uns länger auf den Touristen warten lässt, indem du jetzt Tage ohne Let's Play einstreust. Junge, ich nehme gerade auf. Gut, das kannst du nicht wissen, aber trotzdem. Mann, oh Mann, ein bisschen Geduld bitte. Und dieser Glückskeks hat die Aufschrift: They say that a cat avoids traps. Ja, das tun alle Monster. Oder tun die Katzen es auch, wenn die Fallen noch nicht entdeckt sind? Das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, wenn du die Tiere an die Leine nimmst, dass sie dann bestimmte Felder nicht betreten oder anfangen zu heulen, wenn Fallen in der Nähe sind. Und was ihr hier gerade im Hintergrund hört, ist nicht die Titelmusik, sondern die Credits-Musik aus Descent 2. Descent sollte ich vielleicht auch mal Let's Playen. Das ist so ein geiles Spiel. Die Tür ist jetzt nicht irgendwie, ja, da trete ich einfach ein. Wahrscheinlich ist dahinter jetzt ein Leprechaun-Nest oder sowas. Nee, doch nicht. Welche Treppe ist das hier? Dungeons. Okay. Ist hier irgendwo noch eine zweite? Oh, eine tollwütige Ratte. Die sind giftig. Ist mir aber egal. Denn sie sind auch gleichzeitig sehr schwach. So, paff, paff. Paff.
Puff. Piff. Meine Stärke ist übrigens nur auf 16. Das ist auch nicht so toll. Ich sollte vielleicht langsam... Oh, jetzt ist es immer laut hier. Moment mal eben. Nein, falscher Regler. Ah, zu laut. So, nur aber. Da wollte ich leiser machen. Was kommt denn da eigentlich angerannt? Eine Bärratte oder was? Ja. Da wollte ich leiser machen und habe das nämlich erst zurückgespult und dann lauter gemacht. Daneben. Getroffen. Daneben. Peng und tot. Hey, das läuft ja wie geschmiert hier. Und weil ich das jetzt gesagt habe, kommt es wahrscheinlich gleich wieder dicke. Ja? Es kommt ja öfter mal dicke in der Tag, aber jetzt kommt es wahrscheinlich dann wieder richtig dicke. Jetzt kommen dann wahrscheinlich so 12 super mega Oberlichs. Wäre typisch. Noch ein Trank. Gluck. Aha, Gain Ability, sehr schön. Mein Charisma wurde erhöht. Und ich höre jemanden Geld zählen, hier ist wieder eine Vault. Und was höre ich noch? Ein Hund macht irgendwas platt. Und da ist alles Ruhe. Und die haue ich jetzt einfach nur auf. Bam, 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 bam. Oh, schon vorbei. Ach, jetzt habe ich jetzt nichts gekickt und mir dadurch einen Muskel gezerrt. Das heißt, meine Geschicklichkeit ist kurzzeitig gesunken. Noch eine Scroll. Ah, der Track ist von John Marvin. Wieso sind eigentlich meine ganzen Lembas-Gedönse verfault? Kann mir das mal einer verraten? Oh, it hits. Das war eine Nymphe. Da hat mein Hund ja was Tolles aufgeweckt. Ach nee, das war der Affe da hinten. Na komm her, mein Kleiner. Feuer frei. Bam. Und tot. Och, der arme kleine Affe steht ja nicht unter Naturschutz. Ist mir sowas von egal. Mein Mantel bitte. Vielen Dank. Armor Class von 0. Das ist sehr gut. Möchte ich mal behaupten. Für so einen frühen Stand im Spiel. Fach. Na? Lichen Corps. Mitnehmen. Ja, da kommt ein Ork. Mit seinem Schwert. Ich hab Pfeile, Junge. Ha. Und der Hobbit hilft mir auch noch. Unfreiwillig. Ha. So. Nur aber. Da ist noch ein Mithril-Mantel. Diesmal ein elfischer. Die Zwergischen sind aber unverzaubert besser. Deswegen behalte ich erstmal den Zwergischen, weil ich glaube nicht, dass ich so schnell was zu verzaubern kriegen werde. Oh, hau mich mit deinem Messer. Ja, genau. Und tschüss. Pole-Sickle? Okay, ist eine Waffe. Keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendeine Ork-Waffe, die man nur von Anfang an kennen kann, wenn man Ork ist. So. Aber man muss ja auch nicht alles identifizieren. Gerade bei den Waffen ist das in der Regel nicht so wichtig. Außer bei Artefaktwaffen natürlich. Die sollte man auf jeden Fall. Na, Idefix, was machst du denn da gerade wieder platt? Oh, die Fledermaster vielleicht. Pam, pam. Pum. Ist er noch ein Welpen oder ist er schon ein Hund? Nee, ist er noch ein Welpen. Lass sie dir schmecken, mein Kleiner. Oh, ein Elfenmesser. Lass mich das nochmal fallen. Oh, ich bin agil. Und meine Konstitution steigt. Geschicklichkeit und Konstitution. Sehr gut. Ja, er geht drüber. Das heißt, es ist nicht verflucht. Das ist gut. Immer ein paar Reservemesser dabei zu haben, ist nie schlecht. Und da ist ein kleiner Wandschrank. In dem könnte man sich verstecken, wenn es mal zu heiß hergeht. Oder man kann Items da rein balzen, dann Elberef und so. Kennt er ja den ganzen Trick. So, jetzt wollen wir hier reingucken und da reingucken und da ist der Abgang zu den Minen. Yeah! Wo wollen wir zuerst hingehen? Minen oder Sokoban? Ich weiß es gar nicht. Aber da die Aufnahme gerade eh wieder sich in 20 Minuten nähert, würde ich doch mal sagen, ich beende an dieser Stelle und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wo wir hingehen sollen. Mainz End oder Sokoban? Was nehmen wir zuerst unter die Lupe? Die Entscheidung liegt bei euch. So, verspeichern. Und noch die Musik ausklingen lassen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und so. Und, ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.